Hallo Rambas, alle die mich kennen und die ihr besonders meine Dauerzuschauer seid, wissen, dass ich deutschen Stahl sehr gerne präsentiere und auch immer wieder zeige. Und natürlich ist der E75 einer der besten Vertreter dieser Klasse und was soll man sagen, ein wunderbarer Tier 9 schwerer Panzer, der mit fabelhaften Panzerungswerten, mit fabelhaften Schadenswerten und einfach allgemein sehr gut ist. Wir gucken nochmal, was so da an dem Team los ist. Fjord, der heißt die Karte, Standardgefecht ist es. Und naja, er hat jetzt hier so von den Zahlen, Daten, Fakten jetzt erstmal WN-mäßig hier nicht das starke Team erwischt. Aber mit Top-Tier wiederum, da sollte er doch arbeiten können. Und deswegen lassen wir uns gerne davon überraschen, was er uns jetzt hier zeigen wird. Gerade jetzt Richtung Mitte, das wird immer wieder sehr gerne gemacht von dieser Seite aus. Weil von oben in der Mitte kann man dann sehr schön auf diesen Bereich hier wirken. Also wenn man hier oben steht, dann kann man da unten... Allerdings, was haben wir denn da? Da hat er schon einen 50-120. Ein 50-120 ist natürlich schon eine Nummer. Der macht schon auch Aua, aber man kann ihn mit einem E75 super gut durchschlagen, weil einfach, man hat hier, darauf müssen wir mal eingehen, 246 Durchschlag. Interessant, dass er 14 HE-Granaten dabei hat, aber keine einzige Premium. Ja, ist eher ungewöhnlich, aber jedem das seine. Und der fährt jetzt gleich direkt Richtung dem 50-120 drauf. Da schießt er schon auf ihn. Aber wurde nur gekettet. Er traut sich scheinbar nicht nochmal einen nachzusetzen. Da T-44 im Norden gerade aufgegangen. Noch ein Panther 2. Da kommt aber eben nicht drauf. Jetzt die Frage, was macht er jetzt? Und da hat er einen Tiger P. Ja, und der kriegt eine schöne Kelle. 500 HP abgezogen. Und, ja, Rheinmetall hält auch gleich nochmal rein. Und jetzt macht er es wahrscheinlich schon fertig mit dem. Nein, er haut ab. Ja, da hat er Glück gehabt, dass er sich in dem Augenblick jetzt verdünnisiert. Oben rusht der Gegner jetzt schon durch. Prallt am Rheinmetall ab. Das ist halt der Nachteil mit Auto-Aim. Den hätte er auf jeden Fall selber auch machen können dürfen. So, der AMX hat jetzt wiederum den Rheinmetall bei ihm weggemacht. Gar nicht so gut gerade, wie es läuft. So, jetzt mit Auto-Aim, aber den Tiger P. Was macht der 50-120? Im Norden sehr spannend zu sehen. ISO, IS-3 und LTDB gegen den Type und den SP-1C. Da kommt noch ein T-44 dazu. Also da oben ist jetzt einiges los. Der AMX konzentriert sich jetzt hier auf die Mitte. Das heißt, er kann sich jetzt dem AMX widmen. Dürfte jetzt auch so gut wie leer sein. Brennt jetzt auch, hat gelöscht. Jetzt fahrt er hier den Stein, dass er praktisch hier ihm ausweicht. Jetzt nimmt er einfach dann den Rheinmetall mit. Denkt sich, gut, wenn der AMX hier so rumfährt, ist mir doch egal. Dann nehme ich halt den Rheinmetall. Alles wurscht. So, und jetzt der AMX hat nachgeladen. Aber konnte nur eine Schelle rausbekommen und er selber hat es dann fertig gemacht. So, und jetzt prallt der nächste hier ab. Der sture Emil. Irgendwo noch ein Ferdinand. Ferdinand, der noch nicht einmal gespottet worden ist. Hat auch schon an ihm einen Abpraller gehabt. 7:8. Das ist der sture Emil. Da ist der SP1C. Ja, vielleicht. Genau, sehr gut. Und jetzt der Sankt Emil. Mach ihn weg. Da könnte er auch HE sogar fast nehmen.
Ja, sehr schön. Der Emil prallt an ihm ab. Und jetzt noch ein Hit. Ah, kann überraschen jetzt. Jetzt dazu den Nachbarn. So. Emil hat ihn dazu einen gekostet. T44 kommt auch nochmal rum, aber er hat sie mal aus dem Leben geschossen und auch der T44 dürfte jetzt das Zeitliche segnen. Nein, er kettet ihn. Da kettet er ihn lediglich. Ist das ärgerlich. So, jetzt aber. Komm, mach ihn weg. Ja, jetzt macht er ihn weg. Sehr gut. Den Krieger damit nebenbei erfüllt. Und jetzt hat er einen 120er auch noch. So, jetzt muss er aber auch gleich draufkommen. Jetzt aber. Den Auto-Aim kann man gut und gerne nutzen, so wie der Gegner da stand. Der WZ liefert sich jetzt das Shootout mit dem ST. Aber jetzt vielleicht mit Rammen. Ja. Wahnsinn, er macht 300 Schaden und wiederum bekommt 38 zurück. Gegner ist am Cappen. 12:11 steht's. Jetzt muss er natürlich zurück, weil der E75 da am Cappen ist. Für den E75 sollte er eigentlich gut bewaffnet sein. Aber kein Premium. Wie gesagt, da ist natürlich schwieriger, weil er kann schon gut anwinkeln. So, der Type schreibt E75, good job. Das ist immer ein schönes Lob. So, da ist der E75. Und jetzt kriegt er ihn von vorne. Einfacher Schuss mit Auto-Aim. Der ST, oh, da kommt noch ein T20 auch noch nach. Aber der ist jetzt wiederum nicht so das Monster für ihn. Wichtiger ist jetzt erstmal der E75. Den umfahrt er jetzt zeitlich und prallt trotzdem noch ab. Rammt ihn hier nicht. Sondern bleibt jetzt hier schön an ihm stehen. Jetzt will er den... wollte jetzt scheinbar schon kurz auf den T20 gehen, aber macht dann doch wieder den E75. So, jetzt ist er raus und jetzt lebt nur noch der Ferdinand. Jetzt ist die Frage, wo ist er, wo findet man ihn? Zuletzt war er ja auf der ganz anderen Kartenseite gespottet. Gott sei Dank ist er dafür, dass er eigentlich so ein Monster ist, gar nicht so unagil. Das ist das Schöne an dem E75. Man sieht aktuell bei 9 Treffern, die er bekommen hat, nur 2 Durchschläge. Und gerade auch der Sture Emil hat ja eine sehr gute Kanone. So, wo ist er? Ja, der geht, sein Team fährt lustigerweise ganz nach oben. Also er bekommt nicht mal ein Backup. Also klar, den Kill darf er scheinbar haben, aber dann aber ohne Unterstützung. So, und jetzt müsste er ihm aber gleich wirklich begegnen. Und da ist er auch schon. Der fährt gerade seitlich zu ihm und er winkelt an. Sehr schön kriegt er den Abpraller vorne auf die Frontplatte unten. Da kann er ihn leicht durchschlagen. Genau dahin. Nee, da hat es der Ferdinand gut gemacht. Da hat er ihn praktisch durch seine Bewegung ihn einfach in den Abpraller gezwungen, förmlich. Aber auch hier kommt er durch. Ja. Kein Problem. Ferdinand seines Zeichens kommt auch durch. Aber der nächste Schuss sollte diese Schlacht entscheiden. Guck
Gucken wir doch mal aus dieser seitlichen Ansicht. Nachgeladen hat er und er nimmt den raus und ja, da ist es rum. Der E75 hat sich gegenüber dem Ferdinand behauptet und hat einfach mal gezeigt, wer hier der Chef im Ring ist. Schöne Runde, 5503 Schaden, E75, du bist ein Monster und dazu noch ein sehr, sehr schönes. Deswegen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche mir und euch alles Gute. Bis bald, euer Alcaramba.